Wir haben in Sachsen ein Defizit von 1.000, 1.500 Lehrerinnen und Lehrern. Das versucht der derzeitige Kultusminister zu Beginn des Schuljahres, ist ja noch gar nicht so alt, die wenigen Tage, die das Schuljahr schon läuft, dadurch zu kompensieren, dass er die Stundentafel reduziert. Das heißt also, es ist festgeschrieben, es gibt ein Schulgesetz und dann gibt es so einen Anhang, da steht drin, welche Klasse, welcher Schüler welchen Unterricht hat. Da wird im Grundschulbereich gesagt, naja, Klasse 3 bis 4, die hatten bisher 7 Stunden Deutsch, da reichen ja auch 5. Mathematik waren bisher 5 Mathestunden festgeschrieben für Klasse 3 und 4, das müssen die auch in 4 Stunden schaffen. Das nächste war, dass man darüber nachdachte, das ist noch nicht vollzogen, dass man 2 Stunden Sportunterricht auf 1 Stunde reduziert, weil Bewegung ist ja, brauchen wir ja nicht. Man wollte die kreativen Bereiche, also Musik, Kunst und Werken, auf 1 Wochenstunde von jeweils 2 einkürzen. Wenn man dann mal fragt, ja, warum macht ihr das denn? Für den Schüler verbessert sich nichts, für den Lehrer, die Lehrerin verbessert sich nichts und die Bildungschancen für unsere Schülerinnen und Schüler, die zukünftigen Generationen, werden dadurch ja nicht besser. Naja, wenn man das mal für den Freistaat ausrechnet, macht das 700 Lehrerstellen. Ah, man kürzt also bei den Schülerinnen und Schülern die Stundentafeln ein und reduziert damit das selbstproduzierte Defizit bei den Kolleginnen und Kollegen, bei den Lehrerinnen und Lehrern ein. Das ist eine Vorgehensweise, die wird insbesondere zur Landtagswahl, wird das Thema Bildung, glaube ich, eines neben dem Polizeigesetz das entscheidende Thema sein. Wir werden ja jetzt, ich glaube, in den nächsten Tagen ist die Pressekonferenz oder war heute schon, das Thema längeres gemeinsames Lernen haben. Gibt es eine Volksinitiative, da gibt es eine Umfrage in Sachsen. Unter Lehrerinnen und Lehrern zum einen, unter Eltern von Grundschülern, also alles von Klasse 1 bis 4. Und dort sagen 80% der Eltern, wir möchten eigentlich, dass unsere Kinder nicht nach 4 Jahren getrennt werden, sondern der Zeitraum des längeren gemeinsamen Lernens zu DDR-Zeiten bis 8 bzw. 10, danach mit der erweiterten Oberschule, dass man zumindest bis Klasse 6 zunächst in dem ersten Schritt, tendenziell aber eher wieder zu Klasse 8 oder 10 kommt, Klammer auf, zum Beispiel Gesamtschulmodell. Dass also gar nicht Schülerinnen und Schüler getrennt werden nach, du bist jetzt Elite, du bist geeignet in deinem Leben in 8 Jahren dann zu studieren und du bist eher weniger geeignet, vielleicht reicht es für eine Berufsausbildung, aber vielleicht entscheiden wir auch noch, du machst Hauptschule und da werden wir gucken, irgendwie wird schon irgendwas übrig bleiben. Das ist die Situation, die ich insbesondere, wenn ich eine 4. Klasse, wie auch zuletzt hatte, mit den Eltern diskutiere. Der Anspruch bei Eltern immer da ist, mein Kind muss Abitur machen. Mein Kind muss aufs Gymnasium gehen. Das ist dieser Gedanke, der in der Gesellschaft mittlerweile verortet ist, dass man sagt, es gibt wenn aus meinem Kind was werden soll, muss er aufs Gymnasium, ansonsten wird nichts. Das ist eine Situation, die insbesondere, mir fiel es dann bei einigen Schülern schwer zu entscheiden, wenn die 10 Jahre alt sind, zu sagen, wie entwickelt der sich? Gerade bei Jungs, die brauchen bekanntlich immer ein bisschen länger. Zu sagen, naja, das ist jetzt vielleicht noch im Augenblick nicht so, aber wenn der in der 6., 7., 8. dann tatsächlich diesen Leistungssprung hat, der bei Jungs eben erst in dem Alter kommt, dem dann aber das sächsische Schulsystem gar keinen Rückweg mehr Richtung oder Aufwuchsweg Richtung Gymnasium, weil dann sind nämlich die Lehrpläne auseinandergegangen, gar nicht mehr gibt. Und das schafft Ungerechtigkeiten. Und dann sind wir, also über Bildung könnte ich auch lange, lange mit euch reden und diskutieren. Das sächsische Bildungssystem ist tatsächlich sowas von veraltet. Und wenn man dann immer wieder die Ministerialen hört, die dann sagen, naja, wir haben aber gute Ergebnisse bei den ganzen Bildungsstudien und Bildungsmonitoren, was alles. Ja, es liegt aber nicht am Bildungssystem und nicht wegen, sondern trotz diesem Bildungssystem. Und den vielen engagierten Kolleginnen und Kollegen haben wir genau diese Ergebnisse. Weil wenn man sich mal anschaut, was tatsächlich, und das ist jetzt gerade in den Lehrerzimmern ganz akut. Wir haben viele neue Kolleginnen und Kollegen, also alle, die jetzt unter 40 sind und neu angestellt werden, die sollen jetzt verbeamtet werden. Weil man damit denkt, neue Kolleginnen und Kollegen in den Schuldienst Anreize zu schaffen, dass sie auch nach Sachsen kommen, weil alle anderen Bundesländer machen das. Und dann ist die Frage, die Conny Falken im Landtag berechtigt gestellt hat, was machen wir denn mit den Lehrern, die zum Teil hier jetzt das 42. Dienstjahr haben, dieses und auch das vorherige System Schule am Leben gehalten haben?
Welche Angleichung kriegen die denn? Weil das bedeutet am Monatsende, um es mal in Zahlen auszudrücken, da geht es um einen Gehaltsunterschied von jedem Lehrer, der 40 Jahre gearbeitet hat und einem Neuansteiger, der verbeamtet wird, von knapp 1000 Euro pro Monat. Die der Junge mehr kriegt. Und das führt zu einer Ungerechtigkeit und auch zu einem Aufbegehren in den Lehrerzimmern. Dass man sagt, wisst ihr, wir haben den Arsch hingehalten. Wir haben hier das System gerettet, im Grundschulbereich zum Teil unserer Teilzeitbeschäftigung über viele Jahre, damit keine Kolleginnen und Kollegen entlassen werden mussten. Das rächt sich ja bei den meisten dann, man denkt ja selber noch gar nicht, also ich zumindest, ist noch nicht so akut, aber was das mal für die Rente bedeutet. Die haben dann, ja klar, die Beamten haben Pensionsanspruch. Das heißt, dann werden die noch mal besser gestellt, weil die Pension deutlich höher ist als die gesetzliche Rente. Und da einen Ausgleich zu schaffen, im jetzigen System, das ist zwingend notwendig. Und da ist aber der Kultusminister überhaupt nicht bereit, auch nur darüber nachzudenken. Und das führt dann tatsächlich dazu, dass ich verstehen kann, wenn auch gestandene Kolleginnen und Kollegen sagen, dann habe ich auch keinen Bock mehr und höre auf. Weil man ja über die gerade mit 63 oder so einen Anreiz schaffen. Wenn das wirklich kommt, dann haben wir nicht nur ein Defizit von 1000 Lehrern, sondern dann geht es eher 3.000, 4.000, 5.000. Und dann ist nicht mehr gesichert, dass vor jeder Klasse auch ein Lehrer steht. Ist ja jetzt schon nicht, wenn man sich das Thema Quer- und Seiteneinsteiger anguckt, aber das will ich jetzt nicht noch aufmachen.